Kundenanliegen in wenigen Sekunden beantworten und dabei immer professionell vorgehen. Wie das geht, zeige ich dir jetzt. Mein Name ist Mustafa Nimat Ali und ich habe mich auf die Absicherung von Kurzzeitvermietungen spezialisiert. Und jetzt schauen wir uns mal eine Frage an, die ein zukünftiger Gast stellt und die du in wenigen Sekunden beantworten kannst. Dazu gehen wir bei ChatGPT rein und ich habe mir hier im Vorfeld einen GPT erstellt, wo ganz klar drin steht, welche Werte wir haben, wie unser Standort ist und ein paar Informationen gegeben, damit unser GPT weiß, wie die Vermietung vom Homestay Plus auch funktioniert. Und jetzt würde beispielsweise eine Nachricht reinkommen und ich mache einfach nur Folgendes. Antworte diesem Gast per Du auf folgende Nachricht und füge nur noch einen Doppelpunkt hinzu und füge die Nachricht des Gastes an und schick das Ganze ab. Es braucht jetzt nur ein paar Minuten und dann ist die Antwort auch schon ready und du kannst diese Antwort dann 1:1 rauskopieren, eventuell kleine Änderungen vornehmen und das Ganze dann hochladen. Und hier siehst du, es geht systematisch vor. Der Gast wird begrüßt, es wird Wertschätzung gezeigt und danach wird ganz klar aufgezeigt, welche Radtouren es gibt. Und im Übrigen passen alle Felder, die du hier siehst, denn das, was hier angeboten wird, sind Radwege, die es hier in Schwerin wirklich gibt. Und das kann man jetzt einfach copy und paste und das Ganze einfach einfügen. Ich würde jetzt hier nur noch meinen Namen hinzufügen und würde das Ganze dann an den Gast verschicken. Das und vieles mehr setzt voraus, dass du klare Systeme und Abläufe in deiner Vermietung hast. Zu den klaren Abläufen gehört auch eine klare Absicherung. Wenn das ein Thema für dich ist und du wissen möchtest, wie du dein Business richtig absichern kannst, dann geh gleich über den Link rund um dieses Video und sicher dir ein unverbindliches Erstgespräch, in dem wir dann kostenfrei dein FIVO-Konzept erstellen, womit du dann ganz klar siehst, welche Risiken es überhaupt gibt und wie du diese Risiken überhaupt absichern kannst.